Hallo und herzlich willkommen zum Hundetraining mit Tamino. Viel Spaß! Tipp Nummer 1: Renne nicht auf den Hund los. Oh, ein Hund! Ach, was für ein süßer Hund. Darf ich ihn mal streicheln? Ja. Der zweite Tipp ist, auf die Körpersprache zu achten. Du bist aber ganz ein putziger Hund. Komm mit. Gehe besser in die Knie, um auf Augenhöhe mit dem Hund zu sein. Achte nicht nur auf deine Körpersprache, sondern auch auf die des Hundes. Achte auf die Route des Hundes. Daran siehst du, wie es dem Hund geht. Tipp Nummer 3, guck dem Hund nicht direkt in die Augen. Oh mein Gott! Der vierte Tipp ist, den Hund nett und nicht ganz so aufgedreht zu loben. Mann, Tamino, das hast du richtig gut gemacht, richtig toll! Super, Tamino, hast du gut gemacht. Tipp Nummer 5, auch beim Spielen ruhig bleiben. Warte. Hui. Der erste Punkt ist, dass man über Hunde leichter ins Gespräch kommt. Zweitens, Hunde können uns trösten, beruhigen und zum Lachen bringen. Durch den rücksichtsvollen Umgang mit einem Hund lernen wir auch in der Schule rücksichtsvoll zu sein. Durch einen Hund können wir uns besser konzentrieren und beruhigen. Durch den Hund freuen sich die Kinder, in die Schule zu gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zum Hundetraining mit Günther und Lauk und Jochen. Hunde können uns bieten. Hallo und und los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo.